Ich hatte ja dazu aufgerufen, dass ihr mir gerne in den Kommentaren mal kostenlose Backup-Programme empfehlen könnt. Mir wurde eins empfohlen und zwar Personal Backup von Dr. Radleff. Das habe ich mir auch so gleich angeschaut. Und was ihr hier sehen könnt, ist nicht das NASA-Kontrollzentrum in Cape Canaveral. Nein, das ist wirklich eine Backup-Software. Aber die ist so absurd komplex, dass man bestimmt, wenn man sich das super mit auskennt, ein ganz tolles Backup hinkriegt. Ich habe mir sogar auch die Hilfe hier durchgelesen. Das ist eine schöne Textwüste hier. Immerhin ist alles dokumentiert, das muss man ja auch positiv anmerken. Aber die Komplexität, die das Programm mitbringt, die steht einem beim Backup dann am Ende im Weg. Und das Programm selbst hat auch einige Fehler. Zum Beispiel kann man auswählen, dass der Datenträger, auf dem gesichert wird, nicht anhand des Laufwerksbuchstabens erkannt wird. Das fand ich schon mal gut. Sondern anhand der Bezeichnung des Datenträgers. Da hat man immerhin die Möglichkeit, einen generischen Namen zu vergeben, sodass da keine Verwechslungsgefahr besteht. Ich habe dann einfach mal zwei Laufwerke mit dem gleichen Namen eingesteckt und wollte gucken, was passiert. Ja, und er sichert einfach auf irgendeins, beziehungsweise auf das, das er als erstes findet wahrscheinlich. Das ist also auch eigentlich nicht hinnehmbar. Das sollte er merken, dass es da einen Konflikt gibt. Das nächste ist, dass wenn man einen Wizard durchklickt, um das Backup anzulegen, dann nimmt er standardmäßig den Backup-Modus, wo steht's denn hier? Update. Und Update synchronisiert keine Löschungen mit. Das ist erstmal gut, weil ich kann ja auch versehentlich eine Datei löschen. Das kann aber dann am Ende, wenn ich 5 Jahre lang das Programm benutze, heißen, ich muss einen Restore machen und alles, was ich in den 5 Jahren aufgeräumt und gelöscht habe, ist dann wieder da und ich kann wieder von vorne anfangen. Und genau das möchte ich eigentlich beim Backup verhindern, dass ich mir eben diese Arbeit erspare. Von daher muss man da manuell dann inkrementell wählen. Wenn man das macht, bekommt man aber hier die dubiose Meldung, dass das Backup erstmal gelöscht wird. Verstehe ich überhaupt nicht. Warum? Keine Ahnung. Und auch um Update zu verstehen. Mit Update hätte ich jetzt eher gedacht, der macht so eine Art Synchronisation, dass also auch dass die Dateien, die man löscht, da auch synchronisiert werden quasi. Aber auch das ist nicht richtig. Da kann man dann schön in die F1-Hilfe gehen und sich da durchkämpfen, um dann rauszufinden, was denn Update genau bedeutet. Ja, und auch beim Restore patzt das Programm ein bisschen. Wenn ich nämlich jetzt hier einen Restore machen will, dazu lösche ich jetzt einfach mal, ich habe schon hier mal so einen Test-Restore gemacht und der Dokumente Restore, da muss ich den mal weglöschen, den ich schon getestet habe, und dann zeigt er mir beim Restore nämlich an, Moment, hier kann ich es mir anzeigen lassen, welche Dateien er restoren will. Das macht er eigentlich ganz gut, weil er zeigt mir hier nämlich die verschiedenen Versionen der Dateien an mit Zeitstempel. Genauso wünsche ich mir das eigentlich, und ihr seht hier, die sind beide angehakt. Und dann sagt er, should all selected files be restored? Naja, wenn ich beide anhake, dann will ich auch beide Versionen zurück restored haben. Ich kann mir die sogar hier anschauen, also das ist echt gut, aber trotzdem, er soll beide restoren, ist ja jetzt hier die Aufgabe. Und wenn ich dann sage yes und gebe einmal das Verschlüsselungspasswort richtig ein, sagt er mir sogar two files restore. Sieht ja nicht gut aus, sage ich dann. Und jetzt müsste ich ja davon ausgehen, dass ich jetzt beide Dateien hier finde, und das ist aber nicht der Fall. Ich finde nämlich hier nur die letzte Version. Ja, auch das ist irgendwie ungünstig. Also, machen wir es kurz. Ich rate von dem Programm insgesamt ab. Allein schon wegen der Komplexität. Das lädt halt einfach zu Fehlern ein und am Ende ist das Backup dann Schrott oder der Restore Schrott, weil man irgendein Häkchen falsch gesetzt hat, weil man es nicht verstanden hat und man sich nicht durch die Hilfe da durchquellen wollte. Was kann Personal Backup? Ist verschlüsselt. Es versioniert aber mit den Problemen, die ich ja gerade gezeigt habe beim Restore. Auch das Recovery, ja, wie ihr gesehen habt, nicht ganz so einfach. Was halt schön ist beim Recovery, auch wenn es das Programm nicht mehr gibt, kann man die Dateien sich anschauen. Nämlich, das sind einfach ganz normale ZIP-Dateien, die er da ablegt. Da kann man mit 7-Zip einfach rein und auch die Verschlüsselung wird von 7-Zip unterstützt. Das ist also nicht so schlecht schon mal. Einfaches Recovery nicht, genau. Und erinnert daran, die USB-Platte einzustecken. Ja, das tut er. Mit dem Problem, dass er notfalls aber auch mal auf eine falsche sichert, wenn der Datenträger Buchstabe der gleiche ist oder halt der Datenträgername der gleiche ist. Je nachdem, wie man das halt ausgewählt hat. Also ich bin mit dem Programm unzufrieden. Wer da jetzt voll abfreaken will und sich sein Leben lang mit Backup Programm beschäftigen will, für den ist das vielleicht das Richtige, weil das noch eine Option mehr hat, wie man das Backup noch schöner machen kann. Aber ich denke, da tun es auch einfachere Backup-Programme, die eine ähnliche Funktionalität bieten und nicht diese Komplexität bei den Einstellungen mit sich bringen.